Meine Ausbildung in deutscher Landeskunde habe ich in Niederhausen absolviert, einem kleinen Dorf 100 Kilometer nördlich von Frankfurt. Vogliono due accenti, uno sulla O e uno sulla I. Zima. Zima. È il tappeto che fa la zima. Es ist der Teppich, der andere Zima. Entscheidung unnormal und extravagant ist. Wir haben Lust, etwas von hier zu erzählen, von dem Ort, in dem wir leben. Aber diese Rede stößt auf taube Ohren. Sie behaupten, dass all dies heute mit den modernen Transportmitteln lächerlich ist. In einer Flugstunde bist du da. In weniger als 5 Jahren habe ich 3 Kinder geboren. Meine Kräfte waren aufgezehrt. In Deutschland war mir unerträglich geworden. Über die Firma haben wir eine Haushälterin gefunden. Sie hat die Situation gerettet. Hat sich von uns Tante nennen lassen und hat den Haushalt in die Hand genommen. Die Tante hält und pflegt die Kinder, als wären sie ihre eigenen. Und auch ich verhalte mich, als wäre ich dagegen
Themen sind politisch gefährlich. Ein Sprung ins Dunkel, eine Bedrohung, die das Land ins Chaos stürzen kann. Die grünen Spinnerkauten. Entschuldigung, aber Sie haben keine Ahnung. Wir haben in Deutschland stabile Regierungen. Nicht wie bei Ihnen. Ein Glück, dass Sie in Deutschland nicht wählen dürfen. Auf Wiedersehen. In den Städtchen, in denen wir jetzt leben, sehe ich von meinem Fenster aus nur Bomben. Tanne. Wieder Tanne. Noch was Tanne. Ich habe den Bäumen des Waldes den Krieg erklärt. Doch konkret führen kann ich ihn nur gegen die Bäume meines Gartens. Und ich habe ein Mittel gefunden, das zur Obsession geworden ist. An ihnen jährlich zu sägen, sie zu beschneiden, sie zu bändigen. Ein Wettstreit zwischen mir und ihrem Lebenssaft. Ich empfinde eine starke Sympathie vor der Elektrosäge. Ihr Lärm legt in mir ein Gefühl von unbeschreibbarer Freude frei. Wenn ich sie wie eine Sirene heulen höre, laufe ich auf die Straße, um zu sehen, von wo mein Feind angegriffen wird.